Erinnert euch zurück an eine Zeit, als Videospiele noch nicht nach spätestens einem Jahr für den Bruchteil ihres eigentlichen Preises erhältlich waren und jeder Kauf bestens überlegt sein sollte, weil der nächste in ziemlich ferner Zukunft liegen könnte. In dieser Zeit gibt es dieses Spiel. Wir haben es bei einem Freund gesehen, in einer Zeitschrift. Es ist der Nachfolger von einem unserer Lieblingsspiele oder wir wollen es aus Prinzip. Jedoch sind wir dafür auf die Großzügigkeit unserer Eltern angewiesen, welche aus irgendwelchen Gründen dagegen sind, jeden neuen Release mitzunehmen. Nicht ganz sicher, was überhaupt ihr Problem ist, ehrlich gesagt. So kommt es früher oder später zu der Situation, dass dieses eine Spiel, welches wir immer haben wollten, nie in unserem Besitz landen konnte. Es sind 5 Spiele, die ich immer haben wollte, aber nie bekam. Wie ich ein paar Mal angemerkt habe, besaß ich bis hin zu meinem ungefähr 11. Lebensjahr nie eine richtige Konsole, sondern lediglich einen Game Boy Color und Advance. Ich kam auch nie so wirklich dazu, bei Freunden auf einer Konsole zu spielen, bis ich 10 Jahre alt war und dazu kam, bei einem Freund auf seinem Nintendo zu spielen. Genau dann vernahm ich kurze Zeit später folgende Worte. Anschließend haben jener Freund von mir und ich gemeinsam mit seinem Bruder für Wochen Smash Bros. Gespielt. Dieses Spiel war für mich schon surreal, so gut war es. Wie konnten überhaupt all die verschiedenen Charaktere alle zusammen in diesem Spiel sein? Sowas hatte ich davor noch nie gesehen. Ich für meinen Teil spielte immer Donkey Kong oder Samus, weil sie mit B einen Angriff chargen können, den ich dann im Moment des Chaos auf meinen ausgewählten Feind losgelassen habe. Bis zum heutigen Tage hat der erste Smash Bros. Teil den Nostalgiefaktor, an den keiner der anderen Teile heranreicht. Auch wenn ich Melee und Brawl wesentlich mehr gespielt habe. Allein die Stages waren alle so charmant. Als ich zum ersten Mal Smash Ultimate gespielt habe, in welchem alle Charaktere und Stages, die es jemals gab, vorhanden sind, war die erste Stage meiner Wahl Hyrule aus Smash 64. Ich würde das N64 Original heute absolut nicht mehr spielen wollen, weil das Gameplay in den Nachfolgern so sehr verbessert wurde. Aber für seine Zeit hat es für mich eine neue Welt eröffnet. Ich erinnere mich noch, dass ich nach den Wochen voll Smash dann ganz unauffällig meiner Mutter von diesem neuen Spiel erzählte. Es klang vermutlich ungefähr so: Das Spiel heißt Smash Bros. Und darin gibt es Donkey Kong und Pikachu. Und die können sich alle bekämpfen. Donkey Kong kann sogar seine Faust aufladen und dann super stark zuhauen. Kann ich ein Nintendo 64 mit dem Spiel haben? Die Antwort war nein. Um genau zu sein, besitze ich das Spiel bis zum heutigen Tage nicht selber, weil ich nicht der größte Fan von PAL Nintendo 64 Spielen bin und nicht allzu viel Interesse daran habe, viel Geld dafür auszugeben. Mein Plan war es, das Spiel für dieses Video im Wii U eShop zu kaufen, wo es nicht verfügbar ist, wie ich gerade gelernt habe. Meine Trauer über den Mangel von Smash Bros. In meinem Leben sollte aber nur von kurzer Dauer sein, da ich schon wenige Zeit später meinen GameCube und ich denke, ihr könnt schon vermuten, was eins meiner ersten Spiele für den Würfel war. Ich habe an dem Punkt keinen Blick mehr zurück auf den N64-Teil geworfen. Okay, das wird mich jetzt in einem etwas seltsamen Licht dastehen lassen, aber ich wollte unbedingt New Super Mario Bros. U, als es released wurde. Wir schreiben das Jahr 2012, den 30. November, um genau zu sein, als endlich Nintendos neueste Konsole auf den Markt kam, die Wii U. Seit den ersten 3 Präsentationen war mir klar, dass ich diese Konsole einfach haben muss. Habt ihr das gesehen? Sie hat Golf gespielt und der Golfball war unten auf dem Tablet zu sehen. Die Möglichkeiten mit der Wii U müssen unendlich sein. Da ist sogar ein erster Trailer zu einem neuen Zelda-Teil, welcher bestimmt existieren wird und nicht nur eine falsche Erwartung hinweckende Tech-Demo ist. Ich war dermaßen bereit dafür, ihr würdet es mir nicht glauben. Als der Release-Tag näher kam, wurde aber schnell klar, dass meine Finanzen den Kauf einer neuen Konsole mit dem Spiel nicht ganz zulassen werden. Aber das war vollkommen okay für mich, weil ich zu der Zeit sowieso viel zu viel Zeit damit verbrachte, Let's Plays zu schauen, in welchen ich das Spiel mehr als genug sehen konnte. Wow, es gibt sogar eine ganz neue Welt im Vergleich zu New Super Mario Bros. Wii. Ich muss das Spiel haben, waren in etwa meine Gedanken. Fairerweise muss ich dazu sagen, dass New Super Mario Bros. U an sich ein spaßiges Spiel ist für das, was es ist. Was der Wii-Teil in HD
ist. Bis ich es mir tatsächlich zulegen konnte, sollten noch einige Jahre ins Land ziehen. Sogar so viele, dass zu dem Zeitpunkt bereits die Nintendo Selects Version erhältlich war. An dem Punkt habe ich es aber hauptsächlich für meine Sammlung gekauft und weil der Challenge Mode eigentlich wirklich unterhaltsam ist. Hier gibt es verschiedene kleine Aufgaben wie: Schaffe das kurze Level ohne mehr als 3 Münzen zu berühren oder: Oh oh, lass dich besser nicht von den Feuerbällen erwischen für eine bestimmte Zeit. Was wirklich spaßig wäre, wenn ich in irgendwelchen 2D-Marios auch nur halbwegs akzeptabel wäre. Was ich nicht bin. Immerhin konnte ich es mir dadurch aber direkt sparen, auch nur eine Sekunde darüber nachzudenken, mir den Switch-Port zuzulegen. Welcher nicht günstig ist. Ich habe Ocarina of Time nur selten auf der N64 gespielt. Ich hatte immer den GameCube-Port, welchen ich heutzutage sogar zweimal besitze. Fragt bitte nicht warum, ich bin nicht bereit, dermaßen private Dinge öffentlich zu machen. Auf jeden Fall kam die Disc nicht, um mit Ocarina of Time, dem bis zu dem Zeitpunkt unreleased und ziemlich unspaßigen Master Quest zu OOT, sondern auch noch mit Trailern. Es gibt einen zu Luigi's Mansion, zu diesem Snowboard-Spiel, das ich nie wirklich haben wollte, Metroid Prime, und aus irgendwelchen Gründen zu Wind Waker, was seltsam ist, weil die Ocarina of Time Disc Wind Waker beiliegt. In einem Trailer sah ich aber zum ersten Mal Warios großen Auftritt in 3D. Wario World. Have a rotten day! Seine charmante Stimme zu hören, war für mich als einen Fan von Wario Land 1 und 4 ein kleines Erlebnis. Auch wenn es etwas seltsam aussah, wie er die Gegner packt und umherwirbelt, war ich äußerst interessiert. Ich meine, es ist Wario. Es kann doch nur gut werden. Richtig? Nicht direkt. Ich bekam das Spiel nie und habe es für die längste Zeit wieder vergessen, bis ich es mal im Internet für einen okayen Preis sah. Ich wusste an dem Punkt, dass es an der Zeit war, zuzuschlagen und herauszufinden, was ich damals verpasst habe. Wie sich herausstellt, nicht allzu viel. Wario World ist ein Spiel, welches nichts besonders oder gut macht. Es ist in jeder Hinsicht ein komplett durchschnittliches Spiel. Zumindest wäre es das, wenn man nicht gefühlt alle 3 Meter in einem dieser seltsamen Untergrund-Rätselräume landen würde. Mit ihnen ist es sogar ein eher unterdurchschnittliches Spiel. Abseits von Marios Persönlichkeit gibt es hier wirklich nicht viel zu sehen. Ich bin nicht traurig darüber, es für die längste Zeit nie gespielt zu haben. Was für viele in ihrer Kindheit Super Mario oder, keine Ahnung, Spyro war, war für mich immer Rayman, der kleine Strahlemann. Damit meine ich das Plattformer-Maskottchen meiner Wahl. Rayman 1 war das erste PC-Spiel, welches ich jemals besaß. Und Rayman 2 das erste 3D-Spiel, welches ich für mehr als 3 Minuten gespielt habe. Das einzige davor war Mario 64 in einem Elektronikfachhandel, wo er in diesem Becken hier drin war und ich absolut nicht in der Lage war, Mario rausspringen zu lassen. Hat mich sehr verwirrt. Das Spiel, welches ich immer haben wollte, aber nie bekam, war Rayman 3. Als Rayman 3 neu rauskam, habe ich es viel mit einem Freund bei sich zu Hause gespielt. Wir hatten damals nur PCs. Wir waren echte PC-Gamer, würdet ihr nicht verstehen. Der PC, den ich zu meiner Verfügung hatte, war ein schrecklich alter Laptop, auf dem Rayman 2 gerade noch so lief. Dementsprechend war es für mich nicht wirklich auch nur eine Überlegung wert, Rayman 3 zu kaufen und spielen zu wollen. Denn das würde nicht gut gehen. Das wäre zumindest der logische Gedankengang. Ich sah Rayman 3 damals irgendwann einige Zeit nach Release für einen guten Preis im Laden und dachte mir, dass endlich die Zeit für mich gekommen ist, dieses Meisterwerk zu Hause spielen zu können. Also habe ich meine Mutter dazu überredet, es mir zu kaufen und konnte es kaum erwarten, wieder zu Hause zu sein. Ich legte die Disc in das CD-Laufwerk des Laptops und wie sich herausstellt, wurde Rayman 3 auf eine DVD gebrannt und nicht auf eine CD. Das bedeutet, mein Laptop war nicht in der Lage, die Disc zu lesen. Und das war mein Rayman 3 Abenteuer für die nächsten Jahre. Ich konnte es hin und wieder auf dem Arbeits-PC meines Vaters spielen, aber wie ihr euch sicher denken könnt, sah er das nicht allzu gerne. Zusätzlich lief das Spiel da auch nicht so richtig. Es war sehr laggy und stellenweise unspielbar. So kam es also dazu, dass ich für lange Jahre nicht mehr in den Genuss von Rayman 3 kam, bis ich mir irgendwann eine PS2 zulegte. Technisch bekam ich das Spiel also und konnte es auch manchmal spielen, aber es zählt trotzdem. Ich wusste nicht, dass die Videopolizei hier ist und das verboten ist, Herr Officer. Er sollte Rayman 3 spielen. Oder Teil 2. Teil 1 nicht unbedingt. Legends war auch ziemlich solide.
Der erste Konsolen-Launch, den ich aktiv mitverfolgt und auf ihn hingefiebert habe, war der Nintendo DS. Der Nachfolger des unfassbar populären Gameboys mit den zwei Screens. Muss ich an dem Punkt noch anmerken, dass mir schon sehr früh bewusst war, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um mir diese Entertainment-Bombe zulegen zu können. Ich hoffe nicht. Auf jeden Fall verfolgte ich zu der Zeit aktiv die Endzone und war bereit, mir sämtliche noch so kleine Informationen aus jeder einzelnen Zeile zu saugen. Was ich ziemlich gut traf. Denn in der Pre-Release-Phase schäumte die Endzone förmlich über von DS-Berichterstattungen und der DS selber launchte mit unerwartet vielen Spielen. Ich wollte natürlich am liebsten alle. Und das sofort. Bis auf Polarium. Warum soll ich das jemals freiwillig kaufen wollen? Wie uninspiriert kann ein Spiel eigentlich aussehen? Generell wurde der DS von Anfang an mit unzähligen Spielen versorgt, von denen ich leider nicht alle haben konnte. Ich träumte immer von Need for Speed Underground 2 und Pac-Pix, welches beide keine Launch-Titel sind, aber sie waren ziemlich nah dran. An Need for Speed Underground 2 für den DS hat mich dieser Screenshot aus der Endzone sehr fasziniert. Kann man da etwa seine eigenen Vinyls, so habe ich das damals genannt, erstellen? Das muss ich haben! Ihr solltet dazu wissen, dass ich in Underground 2 unter meinen Freunden bekannt dafür war, der Typ zu sein, der unglaublich viel Zeit damit verbringt, die verschiedenen Vinyl-Layer möglichst ansprechend anzubringen. Also war der DS-Teil doch perfekt für mich, richtig? Vielleicht. Aber hauptsächlich kam ich nicht so ganz dazu, mir das Spiel anzueignen, was eine gute Sache war, denn es spielt sich gar nicht mal so gut. Ich wäre damals vermutlich nicht mit dem zufrieden gewesen, was ich bekommen hätte. Ein anderes frühes DS-Spiel, welches sich aus irgendwelchen Gründen weit oben auf meiner Must-Have-Liste befand, Pac-Man für den DS. Das Spiel besteht daraus, dass man einen Pac-Man malt und dann durch das winzige Spielfeld rast und Geister erwischen muss. Das war alles. Jedes Level geht ungefähr 10 Sekunden und ist wirklich eintönig. Was mich daran fasziniert hat, war, dass man seine eigene Spielfigur zeichnet und sie dann auf die Spielwelt loslässt. Ich weiß wirklich nicht, was ich mir davon erhofft habe. Ich meine, man kann ihn zeichnen, aber es sieht dumm aus. Auch wenn man ein Spiel später mehr macht, als Pac-Mans und Linien zu zeichnen, lässt sich das Spiel gar nicht mal so gut steuern. Mir fällt es schwer, es für mehr als 5 Minuten zu spielen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das waren 5 Spiele, die ich immer haben wollte, aber nie bekam. Habt ihr welche? Dafür würde ich ausgehen. Außerdem seht ihr die Namen, die an der Seite vorbei rasen. Das sind Leute, die mich auf Patreon unterstützen. Ihr könnt einer davon sein und früheren Zugriff auf die meisten Videos bekommen. Das gehört nicht dazu, weil es gerade erst kurz vor dem Upload fertig wurde, aber üblicherweise schon. Und ihr könnt die Show unterstützen, was eine ganz nette Sache ist. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Patreon. Abschlussworte. Gute Nacht vermutlich.